gestartet. So. Gut, dann kann ich ja weitermachen. Ich hoffe, du hast den Emulator wieder aktiviert. So. So, weiter geht's. Was weiß ich für ein Part? Keine Ahnung. Nein. Müsste jetzt der Aufnahme Part 22 sein und die letzten zwei Parts, die ich veröffentlicht habe, und die nächsten ja kommen ja viel später, waren insgesamt 6 Parts, die ich veröffentlicht habe bisher. So, gut, dann kann ich aber kurz gucken. Moment. Auf Befinden. Stufe 11, okay. Ach, jetzt haben wir gleich schon die nächste Stufe. Brauchst du denn den Speer hin, ey? Oder Lanze? Nee, das hast du. Okay. So, wie sieht's denn aus mit dem Level der Waffe? Speer hat bald ein Level ab. Das kann ich doch noch trainieren. Das kann ich trainieren. Klaue kann ich noch trainieren. Schwert habe ich schon. Und noch ein Bonbon. Hoch. Da war das Mühldorf. Nee, nicht Mühldorf. Das andere. Das, egal. Ich meine, das war das Mühldorf. Ja. Ach nee, das wurde verbannt worden. Das war das Quelldorf. Genau. Aha. So, wie wär's denn jetzt damit Stufe ab? Ich meine, ich war gerade auf Dingens. Wie wenig das Erfahrung. Wie viel Erfahrung kriegt man? Was? Komm, das sind mit die ersten Gegner hier, die bringen nicht viel. Ich hatte das anders in Erinnerung, dass man ein bisschen mehr Erfahrung kriegt. Aber das war wohl dann doch erst später. Komm her, catchen. Dümmste Waffe überhaupt. Da ist eine Kiste. Schnapp sie dir, komm. Hol dir die Falle. Kann ich machen, warte. So. Geh mal auf Abstand hinter dem Baum. Ja. Sag ich doch, Falle. Ja, sag ich ja nichts gegen. Ich liebe es mit Ankündigung. Ach, ist mittlerweile schon alt. Eigentlich, ich finde, sollte mal was Neues kommen, weil es ist jetzt schon gewohnt, dass da Fallen drin sind. Da sollte jetzt mal was, zum Beispiel mal eine richtige Falle, die einen tötet. Das wäre mal was Lustiges. Naja, geil, wäre auch mal eine Götterrobe, aber das kannst du vergessen, ja. Ja, das ist ein bisschen, die gibt's später, in der Mana-Festung kann man sowas vielleicht kriegen. Ja, da hatten wir 4 Stück von. Ja. Ich und ein Kumpel. So. Mir juckt mein Auge, okay. So. Wollen wir den Gegner töten? Ich will den Gegner töten. Übrigens, ich habe mal eine Idee. Was wir machen können. Die in die Fressboxen? Oder kicken? Ja, können wir machen. Aber wir könnten auch das hier machen. Ach, Umweg, ja. Das wäre aber auch so eine Sache, die man offscreen machen könnte. Ja, aber komm, machen wir jetzt einmal und fertig. Doch, yay. Die hat Level ab. Doch, die hat Level 12. Achso, ich habe auch übrigens den Titel von Part 2 nochmal überarbeitet, wo ich Toch die mit IE geschrieben hatte. Wo es nur mit I geschrieben ist. Ja, sie wird eigentlich mit I geschrieben. Ich habe es ja schon bearbeitet. Das ist ja schön, man kann ja hinterher die Titel noch ändern. Was scheinbar so manche nicht wissen auf YouTube. Das kann man doch immer den Titel ändern, das ist doch ja, aber Neues. Ich glaube, dass manche nicht wissen, dass man es noch kann. Ja, aber nur welche, die nicht viel hochladen, ne? Ja, oder die zu viel hochladen und die da keine Übersicht mehr haben. Ja, oder so. Tot. Gut, jetzt habe ich das Level ab, was ich haben wollte. Ich empfehle dir jetzt übrigens mal, dass du bei Gelegenheit mal von der Sophie die Zauberhauch hochhaust. Ich hör was, wo bist du? So, Sophie, Zeit zum Zaubern. Nimm das, was am wenigsten verbraucht. So, du Flederlaus, ist. Verbraucht es nicht 3? Nimm doch lieber 2. Zeig nochmal.
2, okay, nee, dann war das wegen das hier dem... war mit 3. Ja, das war wegen dem, vielleicht wegen der leichten Verzögerung, die ich bei mir hatte auf meinem Screen. Lässt du das sein? Du sollst zaubern. Schön, dass du gerade ins Bild kommst, Flederlaus. Zeit zum Sterben. Tja, sterbt. Ja. Meine Sprache korrigieren. Oh. Was so? Mist, außerhalb des Bildes. Komm noch nicht früher, ich will jetzt 2 Gegner erwischen. Ach so, ich hab mich schon gefragt, was du vorhast. Okay, können wir machen. Bin ich mal gespannt, beide. Nee, ich dachte, beide sind weg. Ist ja halbiert, würde ich sagen. So, okay. Ne, okay, jetzt müssen wir als nächstes, ja. Wenn wir schlafen gehen, kriegen wir das wieder voll. Wie wär's, wenn wir deine Zauber ein bisschen leveln? Ich dachte, ich hab das schon, okay. Ja. Oder geht das nicht? Brauchen wir erst einen Mana-Zauber, damit es höher geht? Auf. Ja, um es höher, aber ich hab ich das. Ich weiß, hab ich das auf 1? Ich guck mal, oder auf 2? Ich glaube, ja. Ja, doch, ich hab schon auf 1. Okay, dann, ja, dann brauchen, müssen wir erstmal einen Mana-Samen wieder haben, damit wir das auf 2 hauen können. Okay, dann haben wir das schon mal gemacht. Und der stirbt da oben. Friss meine Schläge! Und wie gesagt, ich neige nicht dazu ab, Zauber zu verwenden. Ich neige nur dazu ab, Zauber bei Bossen zu verwenden, wo man die Bosse eigentlich auch mit Nahkampf besiegen kann. Weil sonst könnte man sich die ganze Zeit daneben hinstellen, nur Zauber machen und man braucht gar nicht gegen den Boss kämpfen. Verstehst du, wie ich meine? Und was, wenn ich Nein sage? Ja, dann verstehst du es nicht. Bam. Zu Tode gefistet. Aber das sollte eigentlich auch ein, ja, sogar ein Maler sollte das sein. Lass dich fisten und treten. Deswegen meine ich nur, zum Beispiel, ja. Alle. Zum Beispiel bei der Wand oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Nein, keine Falle. Ich weiß, wie hieß die Wand nochmal? Weiß ich nicht. Dieser Wandboss. Ja. Wenn er da die ganze Zeit immer nur den Zauber einsetzt, das langweilig, dann ist der Boss ja, ja, ganz schnell Geschichte mit 3-4 Zaubern. Das naja, habe ich was anderes gesehen. Ja, wenn man die Zauber nicht levelt, dann ist es natürlich schon mehr, aber trotzdem. Also, sobald ich das gesehen habe, waren die Zauber. 128. 27 meinst du? 128 habe ich reingehauen. Ach, reingehauen, ich dachte deine aktuelle Lebensenergie. Aber ich glaube, das ist nicht allein was, sondern die kombinierten Schläge waren. Ja, jedenfalls diese Wand, wie gesagt, die ist mit Zaubern viel zu leicht. Ich finde generell, die Bosse mit Zaubern zu machen, wo man eigentlich immer gut rankommt, wenn man die Bosse gut treffen kann, und sie nicht total übermächtig sind, dann finde ich, sollte man sie ruhig ohne Zauber machen. Alles andere würde ich langweilig finden. Ich meine, dafür kann man sich ja schön hochleveln. Was ich auch sehr gerne mache. Ich nicht. Ich schon. Ich nicht. Ach ja. Aber was hältst du von 1,6 Millionen GM? Naja, später, zum späteren Zeitpunkt ist das ganz normal, ne? Also am Anfang ist es krass, aber ich sag mal, ganz am Ende ist sowas doch ganz normal. Okay. Bin Betty da. Gucken wir, ob wir Betty irgendwie was auf uns lassen können. Cut, cut. Hier und jetzt. So, gut, dann können wir weitermachen.
Dann geht's weiter bei Zirkel auf Mana. Beweg deinen Arsch. Lahm Arsch. Moment. Beweg deinen Arsch. So. Controller. Ach so. War gerade etwas fertig an einer Stelle. So. Gut. Kann weiter. Ach nee, warte. Moment. Eine Sache muss man machen. So. Jetzt. Guck mal, Kobold steht auf mich und nicht auf dich. Ja, genau. Ist weiblich. Ja. Ich hoffe, ich habe genug Geld für eine Waffenaufrüstung. Welche Waffe soll erneuert werden? Ich meine. Die der kleinen Sophie. Stimmt, der Sophie war ja meine Idee, ne? Ja, das war deine Idee, glaube ich. Also, ich will meinen Mana wieder heilen. Heilen auch kostet 15 Goldmünzen. Ach ja, in der Mitte. Kleiner, aber den größten Mund. Spielst du das Speichern? Ja. So, wir speichern jetzt zum 23. Mal. Okay, dann müssen wir da unten ins Loch. Ja. Gut. Dann, ja, komm mal mit, Sophie. Sophie. So. Ein bisschen intelligenter, intelligenter. Okay, dann den Orbschalter wegpusten. Was? Brauchst du wählen? Ich frage mich jetzt nur eins, sollen wir das noch vorher leveln? Oder nicht? Das wird schon laufen unterwegs, glaube ich. Ja, aber wir brauchen noch für den Boss. Und wir wollen noch nicht unsere schönen Walnüsse daran verschwenden, oder? Au. Das ist unfair. Oder wie machen wir das, Diebel? Wir können ja ein bisschen die Zauber leveln und dann nochmal kurz rausgehen. Ja, so würde ich das machen. Wir leveln die Zauber, dann gehen wir raus und Ich fühle mich gerade verarscht. Gehen pennen. Ja, ist egal. Das ist doch. Das ist okay. Das reicht zum Leveln. Solange der Zauber aktiviert ist, passt das. Du musst damit keine Gegner töten oder verletzen. Wieso sind da auch aber mehr? Weil die aus dem einen, glaube ich, rauskommen können. Zählteilung! Ach ja, geile Musik. Das stimmt, wenn es nicht verbuggt ist. Was ja gerade zum Glück nicht ist. Okay. Ah, leck mich doch. Nee, danke, weil du gesessen hast. Nein, ich sag ja nicht zu dir. Ich sag zum Gegner. Das sag ich immer, wenn ich höre. Ja, aber ich spreche den Gegner an. Meine Mutter würde sagen, Hose runter. Okay. Naja. Da solltest du aufpassen, dass nicht wirklich dein Arsch schlägt. Okay, haben wir aktiviert den Schalter? Das ist ihre Art von Strafe für dich, wenn du es sagst. Ah, okay. Finde ich nicht unbedingt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf bei denen. Schachmatt. Ich dachte Schachmatt. Das können gefährliche Gegner sein, deswegen müssen wir ein bisschen Schachmatt. So wie jetzt taktisch vorgehen. Ich dachte Schachmatt, du Penner. So, hier. Alter, bist du taub? Tschüss. Gut, der ist ja keine Bedrohung mehr. Ach, schön, dass du auch mal zuschlägst, statt nur ausweichst. Wie so ein Mike Tyson. So. Wollen wir jetzt nochmal zurückgehen? Ja, wir gehen zurück und laden auf. Wenn die Zauber auf Level 1 sind, dann gehen wir auch nochmal zurück und gehen pennen und danach legen wir richtig los. Genau. Man kann ja auch mal ruhig zeigen, wie man die Zauber levelt, ne? Ja. Können wir später aber nicht machen.
ja, ich würde sagen, das machen wir nur am Anfang hier des Spiels. Später werden wir das alles offscreen machen, sowohl Zauberleveln als auch wenn wir uns selber leveln. Ja. So. Frisch aufgetankt. Hör auf zu stratzen gegen das Bett, das bringt nichts. Ach, so viel. So, okay. Dann noch eine Runde. Genau. Ich möchte jetzt aber mal wissen, wie weit ist das jetzt gelevelt? Falsch. Auf Level gucken. Ah, fast fertig. Einmal noch. Würde ich auch sagen. Moment, ich glaube, es ist noch zu niedrig. Nee, hast Glück. Gut, dass das klappt. Okay, da gibt es allerdings nicht immer eine Garantie für, ne? Wow. Das ist das Müll deiner Klaue. Nahangriff. Na, ich hasse die Klaue sowieso, deswegen werde ich Waffen, die ich nicht mag, erst gar nicht anfangen zu leveln. So, jetzt gehen wir noch einmal pennen und dann legen wir richtig los. Genau. Hier war ja noch Tropicalo. Ja, der ist ja jetzt auch mittlerweile längst Geschichte, den haben wir ja auch schon die Fresse eingehauen. Ja, und ist recht locker. Ja. Ja, halt. Aber wir haben schon wieder fast 1000 Goldmünzen. Was heißt schon wieder? Wir haben, wir hatten gerade über 1000 und jetzt haben wir schon wieder so viel verballert. Ich meinte, wir haben ja schon wieder. Naja, 1000 Goldmünzen ist nicht gerade viel. Ja, aber wir hatten auch schon wenigstens nicht weniger. Na, 1000 Goldmünzen ist eigentlich gar nichts, wie ich finde. So, Moment, cut kurz. Was? Cut! Mach mal bitte kurz Pause. Ja. Wegen der Dingensmeldung, hier ist wieder so eine Meldung im Bild. Boah, ey. Sonst hätten wir eigentlich noch 2 Minütchen Zeit gehabt. So, gut, Pause. So, Aufnahme läuft und weiter kann's gehen. Gut, auf. Auf in den Lavatempel, genau. Dachten wir, dass wir. Bin froh, wenn die Klaue auf Level 2 ist. Und auf die Fresse! Bams. In Rocky-Style. Genau. Übrigens, was ich gerne gemacht hätte, also wenn es gegangen wäre, ich hätte gerne zum Beispiel mit Final oder so zusammengespielt, Secret of Mana. Also dass wir dann zu dritt gespielt hätten mit Final zusammen. Wäre cool gewesen. Ja, hätte ich auch gut gefunden. Okay. Aber wir drei wohnen ja ein bisschen zu weit auseinander, als dass einer den anderen besuchen könnte. Ja, wir wohnen sowieso alle am anderen Arsch der Welt immer. Gut. Ja. Ich wollte auch mal eine Bombe. Falle. So. Bombenfalle. Ups, in die falsche Taste. So, und rein da. Moment. Danke für die Hilfe, die wollten mich ja gerade Maske prügeln. Aua, gute Heilung. Okay. Ich hol dich da raus, keine Aua. Sorge. Oh fuck. Tschüss. Alter. Gut jetzt. Jetzt hab ich gegen welche mal durch die Luft schleudern. Und töte ihn, gut. Sophie hat Level 12. Ich will nochmal unten lang. Für den Fall, dass da ein Gegner ist. Ja, da ist einer immerhin. Und wie ich sehe, ist der Schalter immer noch gedrückt. Das haben sie schon gemacht im Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gut ist. Sorry, falsche Taste. Oh, fuck, den habe ich ganz vergessen. Ich auch. Okay. Du hast ja von der riesen Panik vor dem.
Ja, du musst bei dem ein bisschen aufpassen. Also ich sag mal, in engen... Also wenn er dich in der Ecke haut, dann kannst du richtig die Arschkarte haben. Manchmal. Ja, wie bei den Stühlen. Oder wie ich gerade mit den Goblins da. Da war ich besser ohne dich. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Öffne mal die Kiste da, genau. Ist ja eh eine Falle. Lebenswasser. So, das können wir gebrauchen. Weil die Gegner geben auch öfter mal Lebenswasser. Das ging aber schnell. Okay. Gut. Vier Schreiben haben nichts drauf. Naja, bei jedem Mal brauchen wir auch nicht das Geräusch hören. Und auf die Fresse, bei Ratzgoblin heißen die. Okay. Ach komm, die haben keine Chance gegen uns. Den haben wir auf die Fresse. Alter, ist jetzt gut mal. Ich auch mal zum Angriff kommen hier. Oh fuck, das war ein mieser Schlag. Respekt, Leute. Der hat gesessen. Okay. Gut. Die haben wir locker hin. Was heißt locker, aber die haben wir. Ich würde vorher aber nochmal nach rechts gucken. Ja, können wir machen. Böser Goblin. Okay, da ist nix. So, du brauchst die Peitsche. Moment, so. Moment, weshalb? Verpisst euch. So. Gut. Jetzt. Und noch ein Ratzkaplin oder wie er heißt. Na, dem hauen wir locker einen auf die Fresse. Doch, die hat Level 13. Yay. Wie bist du überhaupt auf Tochti gekommen, frag ich mich immer noch. Ja, wie wohl. Ich laber so oft was mit Sohn und Tochter und das ist einfach davon, ja, die Verniedlichung. Da siehst du auch deine Tochter, weil du sie spielst. Nur nach deiner Logik, die du mit Wolf, glaube ich, besprochen hast. Ja, habe ich mit dem besprochen? Ich weiß gar nicht, was ich genau mit denen besprochen habe. RKS. Oh, verdammt, ihr Penner. Ich glaube, in deiner Aufnahme war das. Oh, ich bin hier. So, gut. Nein, brauche ich noch nicht. Alles klar. So. Blöde Springer. Zeit, euch Schachmatt zu setzen. Der eine ist schon mal Schachmatt, aber einer ist noch da. Gut, alles klar. Schachmeister. Und weg. Ich hätte eigentlich warten müssen, Kiste. Und jetzt? Wer sagt das? Weiß ich nicht. Bitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Verschwinde! Obi! Das hat Effi und tschüss, ich gehe. Was ist jetzt los? Okay, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal direkt da mit dem einen gratis Wasser für alle an. Kann nicht schaden. Okay. Das war gerade schon wieder weh, falls man irgendwie komische Räume von mir gehört hat. Übrigens, das ist ein Boss, der mit Nahkampf verdammt scheiße ist. Also, hau die Zauber rein. Wenn du es nicht willst, müssen wir auch, soll mir auch recht sein, aber... Ja, bei dem sagen wir, hätte ich nichts dagegen, Zauber einzuwenden. Wie wär's mit Waffenverzauberung? Kann ich machen? Warte. Ah, nee. Heilung ist wichtiger, ne?
Oder okay. Außer du willst es unbedingt. Wenn du es unbedingt willst, mache ich es. Willst du es unbedingt? Gern. Aber lass dich einfach die Waffe wechseln. Okay, warte. Ja, meine Lieblingswaffe. Gut. Ja. Auf alle. Dann können wir es direkt auf alle machen. Aua. Alter, bist du Level 4? Weil das ein Arschloch ist. Es war aufwendig, hier so Kugeln zu machen und kämpft wie ein Mann. Sieht ja schon so aus wie einer, das kann sich auch so benehmen. Aua. Der verdammte Penner. Ich will ihm einen Schlag rein. Ich hoffe, ich treffe den. Und ich glaube, jetzt ist das nicht zusammen. Fuck. Das war zu spät von mir. Heil. Ich mache, was ich kann. Ich hau auf das Taste. So. Gut. Eieiei. Ich habe übrigens keine Magie- oder Mana-Punkte mehr. Also, ja. Und mir reicht jetzt. Ja, gut, dann machen wir jetzt hier Feierabend bei dem. Nein, Frostbell ist besser bei dem. Ach so, du willst nur dich nur heilen. Okay. So, danke. Okay. Ja, toll. Gut. Ja, genau. Bleib mal direkt hier. Wir können Cut machen. Wir haben 49 okay. Bei mir. So, okay. Gut.